heute hier bei mir begrüße ich meine Bandkollegen von Lords of Country. Gabi und Harry Zuschrader, Uli Mehringer. Wir werden später noch ein bisschen plaudern, aber wir beginnen gleich mal mit Musik. 2, 3, 4. Ja, wie ich schon vorhin angekündigt habe, meine Kollegen und Freunde von Lords of Country. Und den Beginn möchte ich heute machen mit dem Uli Mehringer, der ist unser Bassgitarrist. Und der sitzt jetzt da bei mir am heißen Stuhl. Und Uli, erzähl uns doch ein bisschen, wie bist du zur Musik gekommen? Du machst schon lange Musik, du machst viele Projekte, interessante Sachen. Jetzt bist du bei Lords of Country. Freuen wir uns, weil es passt einfach gut zusammen. Das finde ich auch, ja. Mir gefällt es auch sehr gut. Ja, bin in die Musik hineingerutscht. Ich habe erst Gitarre gespielt, habe dann gemerkt, naja, das kennen andere besser. Also habe ich zum Bass gegriffen und das war eigentlich mein Instrument. Schon von Anfang an sozusagen habe mich die Basslinie, die haben mich einfach mehr berührt, ja, und so sind halt die Projekte nach und nach dazugekommen. Ich war auch nicht in der Country-Szene oder sonst irgendwas, ich habe mit der Musik eigentlich nicht recht viel anfangen können und das bin ich einfach über die Jahre dann da hineingerutscht sozusagen, gesehen, das gefällt mir, die Leute sind einfach gut drauf, ja, mit denen lässt sich super spielen und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man nicht, ja, irgendwie die Meisterklasse runterreißen muss, sondern eigentlich, dass die Chemie passt und dass man einfach Spaß miteinander hat beim Musizieren. Das ist mir das Wichtigste. Ja, also das ist natürlich interessant und man merkt, du bist schon eine Zeit in der Musik unterwegs. Und ja, viele Gitarristen finden dann beim Bass eigentlich die Verwirklichung. Das ist, aber es ist schon gut, wenn man da eine gute Basis hat über Gitarre spielen. Absolut. Absolut, ja, sicherlich. Es ist immer gut, wenn man ein Gefühl für die anderen Instrumente hat. Ne? Sei es jetzt ein rhythmisches Instrument, sei es jetzt Melodie, sei es Akkorde. Ich denke, je besser du dich auf dem Instrument zurechtfindest
und Orientierung hast, desto selbstverständlicher kann man einfach spielen. Super, danke Uli. Ja, jetzt haben wir unseren nächsten Interviewpartner da, und zwar das ist die Gabi Zuschrader. Die ist die Rhythmusgitarristin und die Sängerin bei Lords of Country. Ja, ich habe vergessen zu sagen, der Uli singt ja auch einige Nummern bei Lords of Country. Und ja, aber ihr werdet das alles näher dann nur erfahren und sehen, und wenn dann die ganze Band auch mal da ist. Gabi, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Ja, das waren meine Eltern. Die haben uns gedrillt. Die haben gesagt, okay, es muss jeder ein Instrument lernen, und durch das, dass ich 12 Geschwister habe, ja, und ich die 13. bin, hat jeder Instrument gekriegt. Also nicht jeder, aber großteils. Und da war natürlich eine Harfe dabei, Zither, Geige, Flöte, ja, sogar einen Bass haben wir gehabt und natürlich auch einen Chor. Und so sind wir eigentlich aufgewachsen mit der Hausmusik. Gabi, was ist jetzt dein aktuelles Bandprojekt, das du gerade betreibst? Ja, mit meinem Gatten, mit dem Harry Zuschrader, und mit dir, The Lords of Country. Und das ist ein Projekt, das was uns zwar sehr, sehr, sehr taugt und wo die Herausforderung auch wieder eine super Herausforderung ist für uns zwar, weil wer der eine besser oder schlechter ist oder vom Proben her oder kannst du das schon oder ja, also es gefällt mir recht. Und gefällt mir recht, ja. Du liebst die Herausforderung. Ja, unbedingt. Das heißt, der liebe Harry ist ein strenger Lehrer. Ja, der ist sehr streng. Ja, wenn es um Musik geht, ist er sehr streng. Es ist natürlich zweifellos, weil ich glaube, das ist ja eben so, wir haben es also nicht gesagt, es ist ein Bandprojekt mit 6 Musikern, also dass man da entsprechend natürlich Disziplin haben muss, dass das alles ja, sehr, sehr, sehr gut organisiert sein muss und dass das dann auch nur dann funktioniert, wenn jeder sehr diszipliniert ist, ist klar. Und dazu gehört natürlich Üben, jetzt auch beim Thema Üben. Übst du regelmäßig? Ja, sicher, weil sonst wäre ich nicht so weit. Aber der Harry halt nicht, der übt nicht so, aber mein Mann, aber ja, also ich bin da schon sehr fleißig. Sollte man das ins blaue Buch eintragen? Unbedingt, aber beim Harry. Ja, ja, ist ja klar. Ja, ja. Nein, also Spaß beiseite. Also es sind so viel, es ist wieder eine ganz andere Musik. Also die Country-Musik in der Szene war ich eigentlich nie. Wir haben zwar schon beim Trio Country gehabt, aber das ist live ist das wieder ganz was anderes. Also du hast eine tragende Rolle. Und das ist natürlich dann schon eine Verantwortung. Und ja, es macht mir Spaß. Na, das freut mich, dass du also so viel Freude mit der Musik hast. Lieber Harry, du bist schon ganz, ganz lange in der Musikszene und wir haben miteinander eine Band gegründet, die hat geheißen John D. Sin, The Troubleshooters, und da bist du eigentlich zur Country-Musik gekommen. Du bist aber eigentlich auf der Country-Musik jetzt schon viele, viele Jahre immer wieder drauf. Ja, ist richtig. Eigentlich war ich, bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich von Country-Musik eigentlich relativ wenig Ahnung gehabt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und durch dich eigentlich hast du mir ein musikalisches Tor geöffnet, das mich nach wie vor sehr fasziniert. Und es freut mich ganz besonders, dass wir jetzt nach der Pause, nach der langjährigen Pause jetzt wieder zusammenarbeiten, und ich bin guter Dinge. Das freut mich, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben ja wirklich in den, ja, letzten Monaten, wo wir einfach zusammen an dem Projekt arbeiten, immer sehr viel Spaß gehabt. Natürlich auch mit Gabi, mit unseren Kollegen, sprich der Uli Mehringer, sprich der Harald Musilek und der Hannes Riechler. Also es macht auch Spaß. Aber wirklich gute Musik macht man, glaube ich, auch nur, wenn man sie gut verträgt. Das ist richtig, ja. Und ich glaube, dass in dieser Formation sich die Leute wirklich gefunden haben, und es funktioniert natürlich menschlich ausgezeichnet.
Ja, das ist bis vielleicht auf Kleinigkeiten, dass, was weiß ich, der Harald Zuschreiter die Jausen nicht vorbeibringt zur Probe, das ist das Problem, und dass ich das Bier nicht mit habe. Aber ich glaube, das ist nicht das große Problem, weil die Menge kein Bier, die trinken nicht lieber Cola, und Jausen wollen sie auch nicht. Ne? Zu meinem Mitnehmen der Jause kann ich nur sagen, meine Frau setzt mich auf Diät, das hat sie ja vorher gesagt, sie hat keine Zeit, die tut nur proben und arbeiten, und daher hat sie für die Ernährung des Gartens keine Zeit. Das verstehe ich, das ist bei mir dasselbe, meine Frau tut auch nur proben und hat für die Ernährung keine Zeit. Darum, ja, okay. Lieber Harry, wie gesagt, wir werden mit unseren beiden anderen Kollegen, insgesamt sind wir dann 6 Musiker, beziehungsweise eine Musikerin dabei, das Projekt Lords of Country vorstellen. Bitte jetzt ganz großartig zu sehen, Lords of Country, featuring John T.C. Ja, so ist es. Ich freue mich, dass wir heute uns hier sehen können. Und jetzt spielen wir noch wieder einen Song. Ja. Danke, dass ihr heute bei unserem Treffen dabei wart. In circa einem Monat gibt es also das nächste. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit, frohe Weihnachten und auf Wiedersehen.